Es wird wieder eine Rossmann-Haul, Depot-Haul. Ich habe für euch wieder Rabattcode von Beauty Mates. Ich habe neue Staubsauger zugeschickt bekommen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Nathalie, wenn ihr seid neu auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Ich war wieder bei Rossmann, obwohl vor kurzem war, wegen neuer Serum von Isana für empfindliche Haut. Dieses Produkt habe ich im Video von Jenya gesehen. Ich war sehr neugierig, wollte natürlich für meine Zuschauer auch dieses Serum testen. Ich sage euch schon vorher, aktuell dieses Produkt schon im Test. Auf jeden Fall, dieses Video plane ich ganz bald. Ich wollte für euch zwei Serum zeigen, auf jeden Fall präsentieren, weil bei Balea gibt es auch eine Serum extra für empfindliche Haut. Dieses Video wird sehr lang. Wenn euch eine oder andere Thema nicht interessiert, dann unter mein Video im Infobox, ich lasse für euch mein Video im Zeit geteilt und dann ihr werdet sofort landen auf dieses Thema, was euch doch sehr interessiert. Okay, dann natürlich erste Produkte von Isana aus der Reihe Isana Med. Beruhigendes Intensivserum, ultrasensitiv, ohne Parfum, ohne Farbstoffe, mit Panthenol, Allantoin. Das ist genau das, was beruhigt Haut und Wasser in unsere Zellen verbindet. Allergie getestet, sehr sensible Haut. Rezeptur ohne Mikroplastik. Flakon ist aus dem Glas, aber es ist ein Milchglas. Jenya war sehr begeistert. Sie hat erzählt, dass normalerweise dieses Glas ist viel teurer als durchsichtiges Glas. Mit Pipette. Hier ist 30 ml. Es ist Standard für eine Serum. Wir sehen eine milchfarbige, leichte Textur. Hat eigene, sehr angenehme Duft. Also nicht parfümiert. Ihr seht, das ist relativ flüssiges Produkt. Lässt sich unglaublich gut und leicht verteilen. Erster Eindruck ist sehr gut. Wenn ihr noch nicht sicher seid, wartet ihr kurz ab, weil wie gesagt, ich wollte dieses Serum testen und mit anderen von Balea vergleichen und sagen, welche doch mir am besten gefallen hat und welche doch am besten Haut beruhigt. Dann, diese Serviette war auch reduziert, deswegen ich habe für mich eine Packung gekauft. Ja. Diese Coral Waschmittel für schwarze Wäsche war reduziert, deswegen darf mitkommen. Dann Magnesium 400 mit Vitamin B1, B6, B12 plus Folsäure, Zitronen- und Grapefruit-Geschmack. Habe ich noch nicht probiert. Hier sind 15 Brausentablette von Doppelherz. Ich habe vor kurzem richtige Probleme mit Rücken gehabt. Jetzt schon geht mir Gott sei Dank besser. Übrigens vielen lieben Dank für eure gute Besserung wünsche. So, das war so, so lieb von euch. Damit meine Muskeln ein bisschen entspannen, weil beim Hexenschuss, was ich da bekommen habe, das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber das ist nicht das Einzige, was ich habe letzte Zeit angenommen. Und Magnesium wirklich sehr gut unterstützt Herz. Auch selber gibt es auch bei Rossmann sehr gute Magnesium. Also wenn für euch interessant, dann schreibt mir bitte einen Kommentar. Andere Magnesium ist das Beste, was ich bis jetzt probiert habe, obwohl das habe ich noch nicht probiert. Andere Magnesium wirkt momentan, also reduziert, immer noch reduziert war. Und ich habe gedacht, wenn ich schon bei Rossmann, dann nehme ich für mich Nachschub, darf eine Handseife. Ja, nichts Spektakuläres. Schon lange, lange her hat mir eine auch Zuschauer empfohlen eine Brustwarzensalbe. Also das ist meine Hundi, hat immer trockene Nasen. Ich habe einfach zum Probieren ganz günstige genommen von Marke Mamas Baby Gym. Ich habe noch nicht probiert, nach diesem Video wird sofort in Anwendung. Ich habe das schon ein bisschen länger gekauft, nur weil stand bei mir sofort im Kühlschrank. Ich habe vergessen, euch zu zeigen und Gott sei Dank dieses Mal nein. Also, von Marke Shebens Aloe Vera Trink Gel 100% zertifizierte Qualität für Wohlbefindete und Schönheit. Unterstützt das Immunsystem für schöne Haut und Zellschutz. Ein Liter. Ich habe das extra wegen meinem Magen gekauft, weil letzte Zeit ich merke, dass ich zu viel Säure im Magen habe. Ich nehme das morgen vor dem Frühstück. Man sollte 4 Kappen mit Wasser
Wasser mischen und ich nehme auch am Abend vor dem Schlafengehen. Und tatsächlich, es ist schon besser geworden. Hat eine sehr angenehme, frische, leicht sauer Geschmack. Also ganz tolle Produkt. Übrigens mit Vitamin C, Biotin und Niacin. Aktuell ich nehme Kieselstein und ich mische in einem Glas Kieselstein, Gel und dann Aloe Vera. Und dann ja, morgen vor dem Frühstück und Abend auch auf jeden Fall. Dann, ich habe schon vor kurzem vielleicht erzählt, ich weiß nicht wann dieses Video rauskommt, dass ich wollte keine Isana oder Balea Duschgel. Ich wollte doch von Nivea vielleicht, also etwas ein bisschen teuer, aber bei meiner Haut funktioniert doch ein bisschen besser, weil im Winterzeit Haut trocknet ein bisschen intensiv. Aber, weil es ist neuer Produkt von Isana, Creme Dusch Berry Love, fruchtige Düfte nach Beeren. Hat mir Duft so gut gefallen, also das ist so cremige, schöne Duft. Ah, muss mit, also ja, dann, ich habe etwas mit Raumdüfte, habe ich wieder von Damol Parfum und Style Raumdüfte Frisch Ozean gekauft, reduziert war, 1,99 €, hier ist aber 50 ml, wieder eine kleine Flasche, ich bin noch nicht sicher, ob oder ich würde das behalten für mich, oder ich würde vielleicht das weiter jemandem verschenken, könnte ich doch ein bisschen schnuppern und wenigstens euch etwas vielleicht doch sagen, ja. Oh nein, also so wie es hier riecht, gefällt mir nicht. Es riecht nach einer, nach dieser Spüle, diese blauen Kugelchen, 4 Stück drin. Ich weiß nicht, wie heißt das? Für Toilette zum Spülen, Abspülen, also etwas Ähnliches. Oh, sorry, nein. Nein, es ist nicht meins. Im Laden, ich konnte das leider nicht testen, deswegen ja, habe ich mich so einfach auf dem Bauchgefühl zu diesem Duft entschieden. Ich habe für mich auch beim Beauty Bay erste Mal von dieser professionellen Make-up-Marke RCMA diese neue Produkte bestellt. Die wurden aber im 2021 rausgebracht. Also, ich habe für mich eine Foundation und eine Concealer bestellt, nachdem ich habe Video beim Hatti Schmidt gesehen. Ich war so begeistert von Ergebnis, wie sah ihre Make-up aus und sie war sehr begeistert. Ich habe Video auch beim Tati Beauty gesehen, die auch war mega begeistert und das war schon für mich entscheidender Punkt, dass ich muss unbedingt auch diese Produkte testen. Wurden in Amerika hergestellt. Das Video habe ich schon aufgenommen. Es kommt noch und normalerweise, wenn ich eine neue Foundation für mich teste, ich gehe auf Nummer sicher, benutze ich meine Base mit diesem Base. Normalerweise jede Foundation bei mir funktioniert top. Und an dieser Stelle wurde ganz logisch, wenn ich euch zeige, endlich auch Produkte von Marke Beauty Mates. Und auch natürlich Grund dafür, weil ich wieder für euch Rabattcode bekommen habe. Natalie30. Ihr könnt auch im Monat Februar 30% sparen. Und ich habe hier neue Creme und jetzt seit ein paar Monaten im Test. Ich war sehr neugierig schon lange Zeit. Hyaluron-Creme Boost 24 Stunden Feuchtigkeitspflege für normale Haut auch probieren. Ich muss unbedingt das testen, weil ich schon einige Fragen bekommen habe von Leuten, die haben ölige Haut, ob diese Creme würde besser passen als Creme für trockene Haut. Also die beiden Creme haben sehr ähnliche Konsistenz, aber ein bisschen verschiedene Farbton. Creme für trockene Haut, Hyaluron-Creme Lift hat leichte gelbe Unterton. Hyaluron Creme Boost ist leichter, zieht besser im Haut ein, nicht so reichhaltig wie Hyaluron Creme Lift. Diese Creme für mich doch besonders im Winterzeit nicht genug, nicht ausreichend. Deswegen, ja, für die Leute, die haben ölige Haut, würde diese Creme am besten passen. Tatsächlich viel leichter fühlt sich als meine absolute Lieblings Hyaluron Creme Lift. Heute auf meine gereinigte Haut habe ich benutzt eine Pore Minimizer Booster mit Vitamin C und Vitamin B3. Vitamin B3, das Niacinamid. Besonders sehr gut für reife Haut. Haut, die hat breite Poren, Pigmentflecken. Dann ist dieser Booster einfach nur Must-Have.
enthält keine Alkohol, keine Parfüme. Überhaupt Produkte von Beauty Mates enthalten keine Parfüme, sind vegan und tierversuchsfrei. Es ist mein Lieblingsbooster, funktioniert bei mir am besten, beruhigt Haut, glattet Haut, aber natürlich nicht sofort, wird keine Wunder passiert. Man braucht Geduld. Ich benutze diese Produkte schon seit einem Jahr. Jetzt gerade bin ich in einer Retinol- und Säurekur. Und deswegen, ich dürfte keine intensive Pflege benutzen. Ich benutze etwas Mildes, etwas, was spendet mir intensiv Feuchtigkeit und beruhigt meine Haut. Deswegen Beauty Mates jetzt gerade für mich ist das Beste. Ich benutze sowieso das meistens vor dem Foundation auftragen, weil das ist für mich das beste Base. Also ich habe Pore Minimizer auf gereinigte Haut aufgetragen. Man könnte mit seiner Creme einmischen oder mit der Creme von Beauty Mates. Als nächstes Produkt habe ich unter meinen Augen Augenlifting Booster mit Phyta Complex plus Vitamin B3, wieder Niacinamid, aufgetragen. Man könnte auch diese Booster mit seiner Augencreme mischen, aber heute, ich habe Lust gehabt, direkt auf meine gereinigte Haut auftragen. Booster gibt leichten Lifting-Effekt und auch ein bisschen straff festigt Haut und lässt leichte Film auf dem Haut. Deswegen am besten funktioniert bei mir Concealer. Und dann habe ich benutzt Creme Hyaluron-Creme Lift 24 Stunden intensive Pflege für trockene Haut. Wirklich, mir das probiert ihr. Es ist unglaubliche gute Base. Nachdem wurde jede Foundation mehr glatter sitzt auf dem Haut. Poren wirken nicht so breit. Unglaublich gut spendet Feuchtigkeit. Hier gibt es Vitamin C, Ceramiden, bauen Schutzbarriere unserer Haut. Hier gibt es Allantoin, Moringa. So viele tolle Naturinhaltsstoffe, die so gut sind, besonders für die Leute mit empfindlicher Haut. Rosacea, Kuperose. Leute, ich habe wirklich jahrelang gesucht für mich Base für meine Rosacea, Kuperose. Und ich bin so zufrieden mit dieser Creme. Es ist Wahnsinn, was er macht mit meiner Haut. Gibt natürliche schöne Glow, fettet Haut überhaupt nicht. Könnte ich nur empfehlen. Zum jedem Produkt, was ich heute benutze, wurde Link unter mein Video im Infobox lassen. Mein Rabattcode Natalie30, ja, mit 30%, ich lasse wieder für euch unter mein Video im Infobox. Ich lasse für euch auch Konfigurator-Set, damit ihr könnt für sich passende Pflege zusammenstellen. Es wird schon ein bisschen günstiger und zwar drüber dann mein Rabattcode, ja, Natalie30. Und dann ihr könnt noch zusätzlich 30% sparen. Ich lasse für euch auch intelligente App, damit ihr könnt mit eurem Handy euer Gesicht scannen, analysieren lassen und in ein paar Sekunden ihr bekommt Vorschlag mit Produkten, welche würde eure Haut am besten passen. Beauty Mates hat weitere Booster für verschiedene Probleme oder verschiedene Bedürfnisse, was eure Haut braucht. Für mich zum Beispiel, für wegen meiner breiten Poren, wegen meiner Rosacea Kuperose, war schon lange klar, dass Pore Minimizer auf jeden Fall und diese Augenlifting, die enthalten keinen Alkohol, keine Parfüme, keine Mikroplastik. Deswegen für meine Haut mit Rosacea Kuperose, die passen perfekt. Und wenn etwas mit meiner Haut stimmt nicht, wenn ich weiß nicht, was ich sollte machen, wenn ich habe zu viel Säure oder Retinol zu intensiv verwenden, ich greife immer zum Beauty Mates, weil ich weiß, damit meine Haut wird am schnellsten heilen. Und durch das hier Ceramiden sind, dann wurde Schutzbarriere meiner Haut am besten wieder schneller nachgebaut. Und das ist für Winterzeit sehr, sehr wichtig. Und unsere neue Schallbürste, die ich wollte euch schon Ewigkeit zeigen, weil die schon lange in Benutzung sind. Aber weil die in Benutzung sind, ich vergesse immer. Und endlich jetzt, heute, ich habe alles gesammelt, damit ich nichts vergesse. Okay, das sind jetzt von Philips Sonic Ear, ein Set mit zwei Zahnschallbürste. Weil unsere von DM ist eine kaputt gegangen. Wir haben lange Zeit mit meinem Mann nur eine benutzt. Nur wir haben diesen Kopf immer gewechselt. Wahrscheinlich dadurch wurde sehr schnell kaputt gegangen. Deswegen, mein Mann hat dieses Mal entschieden, doch für jede
eigene Zahnbürste kaufen. Und durch das, es ist ein Set, es war ein bisschen günstiger. Ich würde auf jeden Fall für euch Link unter mein Video im Infobox lassen. Wir haben Bewertungen online angeschaut, welche Schallbürste heutzutage sind am besten, und die wurden tatsächlich beste Bewertungen bekommen. Diese 9000 Diamant Clean. Also ich habe vor ein paar Monaten auch bei DM eine neue für uns Schallbürste gekauft. Habe ich mir gedacht, dass da Schallbürste war. In Wirklichkeit, nachdem ich habe angefangen, meine Zähne zu putzen, festgestellt habe, es ist keine Schallbürste. Es ist einfach elektrische Bürste. Nur die wurde auch so gemacht mit diesen klassischen Bürste. Elektrische Bürste sind meistens so, dass Kopf ist rund und die dreht sich. Also für mich, ich könnte elektrische Zahnbürste nicht ab, weil für mich das ist wie Gehirnschütterung. Vibriert ganz intensiv. Selber diese Bürste, ja, diese Teil vibriert, also vibriert alles. Mein Gehirn vibriert alles, ich könnte das nicht ab. Schallbürste funktioniert anders, da dreht keine Kopf, die vibriert im Hand nicht so intensiv. Vibration ist viel schneller, aber viel sanfter. Besonders für empfindliche Zähne ist viel besser. Ich habe empfindliche Zähne und wir benutzen Schallbürste schon seit 3 Jahren, ich denke auf jeden Fall, und ich will keine andere haben. Also das ist ein riesiger Unterschied. Ich weiß, dass einige haben nach meiner Empfehlung nachgekauft und war so dankbar. Jetzt ist nächste Haul, jetzt ist beim Depot. Ich habe Gutschein gehabt, 15%, und deswegen wollte ich das verwenden. Ich wollte eine neue Vase für mich holen, aber die ich wollte mir nachkaufen, weiße, wunderschöne Vase, die war leider nicht mehr da, aber da war viele neue interessante Vase. Und ich war so, wisst ihr, dass am besten, ich würde sehr viele kaufen, aber ich habe mich Gott sei Dank zurückgehalten und deswegen dieses Mal noch keine Vase. Ich muss noch mir überlegen, wofür würde die am besten passen. Aber online, ich habe doch diese Vase gefunden, die ich wollte nachkaufen. Ich überlege, ob ich sollte die nachkaufen oder vielleicht, also online, man findet natürlich viel mehr als in unserer Filiale. Na gut, also erstmal trocknende Blumen wurde, ich weiß nicht, mit Silber noch Farbe gestreut. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Es ist einfach nur fantastisch. Ich wollte vielleicht eine große Bodenvase online bestellen, aber nicht beim Depot. Ich habe nach einer Antik in Silberfarbe auch gesucht. Ich habe schon etwas gefunden. Wenn ich kaufe, dann ich würde natürlich euch auch zeigen. Und da für mich selber eine riesige Blumenstrauß machen. Okay, dieser Strauß Blumen war relativ teuer. 16,99 €. Na gut, schön. Was ist Gutes beim Trocknen der Blumen, dass die natürlich halten sehr lang, ja? Dann diese noch Blumen in dieser roten Farbe. Ah, das sieht so wunderschön aus. Die kosten 14,99 €. Ich habe das extra gekauft und zusammen kombinieren mit anderen Blumen, was ich früher schon gekauft habe. Ich denke, ich muss nach unten laufen und holen, weil hier gerade habe ich nicht dabei. Dann vielleicht könnten ihr mir auch ein paar Tipps geben. Ich muss nutzen diese Möglichkeiten. Moment, ich komme gleich. Okay, ich habe jetzt das alles rausgeholt. Das sind künstliche Blumen, ja? Das sind trocknende Blumen. Und ich habe gedacht, dass ich die zusammen kombiniere. Was sagt ihr dazu? Puh. Also ich könnte natürlich auch das, was hinter mir, auch noch dazu nehmen. Ich weiß nicht, also das ist für mich eine große Herausforderung. Sagt ihr mir, was ihr denkt, ob das alles kombinierbar ist überhaupt? So, schaut ihr zum Beispiel, ja? Ich denke, das passt einigermaßen zusammen, ja? Ich habe beim Depot auch reduzierte Waren gefunden, übrigens sehr stark, 70%. Von Anfang hat 2,99 € das gekostet, das ist übrigens künstlich, es ist nicht trocknende, minus 70%. Davon war nur ein Stück, deswegen habe ich auch genommen. Ich habe andere künstliche Blumen, deswegen könnte ich auch dazu vielleicht kombinieren. Ist egal, passt oder passt nicht, gefällt mir so sehr. Und auch künstliche Fan heißt das, ja, diese Blätter. Es wurde auch mit 70% reduziert, hat von Anfang 5,99 € gekostet. Ich habe schon eine davon, also gefällt mir so sehr. Na, sehen wir, ich habe schon so viel Vasen. Könnte man einfach so aufstellen, ich denke, ja? Sieht gut aus. Also, dieses Zeug, was ich noch für mich zum Weihnachten
zum Weihnachten gefunden habe. Das ist eine Adventskranzstände aus Metall, hoch 70%. Von Anfang wurde das 19,99 € kostet, also fast 20 Euro hat das gekostet. Wisst ihr, wie viel ich habe an die Kasse bezahlt? Ich habe Kassierin gefragt, sind Sie sicher? Es ist wirklich so? 10 Cent. 10 Cent. Ich habe sofort die zweite geholt. Ich würde das für meine Familie nach Ukraine auch schicken. Ich schicke einige Sachen mit dem Bus nach Ukraine, dann mein Bruder holt das ab. Aber hat jemand denn von euch noch geschafft, bis diesem Moment dabei bleiben? Ich brauche kleine Unterstützung. Es tut so gut. Und am Ende meines Videos, ich habe für euch meine neue schöne Stück gelassen. Roboter-Staubsauger von Marke Rothmer Eve Plus. Ich bin sehr dankbar an Hersteller Rothmer, dass sie so lieb war und mir diese Staubsauger kostenlos zugeschickt haben. Ich durfte für mich testen, für euch präsentieren. Ich bin verliebt letzte Zeit im Staubsauger. Ich weiß, es ist nicht meine Content, ich habe Beauty-Kanal, aber von anderer Seite, wir sind Frauen. Wir meistens müssen um unsere Haushalte kümmern. Deswegen ist es so gut, wenn auch diese Arbeit, wie zum Beispiel zu Hause wischen, Staubsaugen, auch macht für uns dieses Gerät. Also für mich, dieses Gerät gehört zu Must-Have wie Waschmaschine, Trocknermaschine, Geschirrspülmaschine. Ich arbeite sehr viel für YouTube. Ich verbringe hier sehr viel Zeit. Und ich habe noch meinen zweiten Job. Deswegen erspart mir so viel Zeit. Es ist natürlich noch nicht ganz populär, weil Roboter normalerweise ist teuer. Besonders Roboter, der könnte Fußboden auch wischen. Aber heutzutage, die werden je weiter, desto günstiger. Hier gibt es auch Absaugerstation. Er braucht uns nicht. Nachdem er schon mit allem fertig ist, er kommt von allein nach Hause zu seiner Absaugerstation, gleichzeitig Ladestation, wurde automatisch abgesaugt. Besonders übrigens wichtig für die Leute, die haben zum Beispiel Allergie gegen Staub. Dann durch diese Absaugerstation, ihr habt keine direkte Kontakt mit Staub. Unter meinem Video im Infobox, ich lasse für euch Link, wo ihr könnt am günstigsten diese Roboter kaufen. Ihr könnt den Preis anschauen, natürlich technische Informationen anschauen. Ihr werdet jetzt alles sehen, was dieser Staubsauger könnte, und am Ende mein Fazit. Wir haben einen Roboter. Dazu gehört Absaugerstation, eine Ersatzfilter, was ist sehr gut, natürlich Einleitung in verschiedenen Sprachen, Russisch auch dabei, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Dann haben wir 10 Stück Einwegtücher. Hier sind 4 Stück Staubbeutel für Absaugerstation. Jeder Beutel sieht so aus und es reicht ungefähr für einen Monat. Je nachdem natürlich, wie groß der Raum ist und ob ihr Tiere zu Hause habt. Wenn man öffnet Absaugerstation, man sieht hier natürlich Informationen. Hier war schon Staubbeutel zusammengeliefert. Also insgesamt, wir haben schon 5 Stück. Dazu gehört noch eine kleine Bürste, was finde ich richtig gut. Damit ist praktisch Beutel mit Staub, der befindet sich hier, auch reinigen. Hier oben gibt es einen Filter. Man könnte ihn öffnen hier an die Seite. Und hier natürlich wurde Staub gesammelt. Hier unten befindet sich eine Wischplatte, die man öffnet auch durch das, man drückt auf diesen Knopf und zieht raus. Das ist eine klassische Mikrofasern-Wischtuch. Weiter, wir haben eine Kombitank, ich habe noch nicht auf Deutsch angestellt. Hier, man könnte Wasser nachfüllen. Wasser wurde befindet sich in diesem Teil und in die Mitte unter dem Filter sammelt sich selber Staub. Wir haben lasernavigierte Gerät. Darüber gibt es eine Bumper. Wenn zum Beispiel Roboter gegen eine Couch sich stößt, dann wird sofort diese Bumper reagiert, damit er nicht ganz stark gegen etwas sich stoßen wird. Natürlich klassisch an diese Seite
um Chirom gibt es auch Lesenavigation, extra um Abstand sehen von Möbel oder vor der Treppe, damit Staubsauger nicht runterfällt. Hier oben haben wir eine Spot-Clean-Taste, eine An-Off-Knopf und einen Knopf, wenn man will, eben nach Hause schicken, also auf seine Station. An die andere Seite, wir sehen zwei Bürste, also dieses Mal zwei Bürste. Ehrlich gesagt, persönlich, ich mag das sehr, aber es ist nicht entscheidend. Es reicht nur eine Bürste. Hier gibt es richtig große Rolle dadurch. Sie werden Staubsauger auf dem Teppich helfen, aufheben und dann drüber gehen. Hier sehen wir auch eine Bürste. Die besteht aus Gummi und selber diese Bürste. Die Bürste selbst ist schwimmgelagert. Das heißt, sie passt sich Untergrund an. Hier haben wir vier Sensoren an die Seite. Das ist extra, damit Roboter nicht irgendwo runterfällt. Ganz weit mal natürlich diese Wischtuch könnten entfernen. Erstmal, ich mache dieses Tuch nass. Tuch ist feucht, wurde jetzt eingesetzt. Man könnte Staubsauger natürlich steuern durch eine App, also durch WLAN, oder man könnte machen so wie ich, ganz einfach, wenn man will nicht oder könnte nicht mit Handy das alles verbinden. Es ist ganz einfach, man startet einfach, drückt an. Heute ist ganz anderer Tag. Ich habe nicht geschafft, an einem Tag alles euch zu zeigen, aber wenigstens für mich schon ausprobiert. Wir werden jetzt starten in unsere Flow-Roboter. Also ich drücke einfach und ja, es geht los. Ihr solltet natürlich jetzt von Anfang Raum abmessen. So, hier habe ich auch ein bisschen Dreck, ja, auf dem Boden. Habe ich extra heute noch nicht aufgeräumt. Normalerweise er fängt immer irgendwo an die Wand an. Er würde an Perimeter, ganze Raum gehen, erstmal. Und dann wischt er in die Mitte. Was mir gefällt bei diesem Roboter, er ist nicht so laut. Gott sei Dank. Also das ist für mich sehr wichtig, weil einige, ich könnte überhaupt nicht ab. Hat dieses Stück geteilt. Wahrscheinlich ihr wolltet nachher nochmal zurückgehen und dann noch sauber machen. Diese Roboter immer teilen Raum. Ich weiß nicht, wie das wurde gemacht, aber sie teilen erstmal. Sie machen sauber erstmal einen Teil den Raum und dann den zweiten Teil. Ja, natürlich, ich habe unsere Schuhe jetzt aus dem Weg genommen. Ich wollte, dass gründlich räumt. Er hat sehr gut geschafft, einigermaßen Teppiche auch sauber machen. Das gefällt mir. Und jetzt fängt er in die Mitte an. Und er geht auch so zack, zack, zack. Aha. Wahrscheinlich er wird erstmal dieses Stück reinigen. Und dann wieder zurück. Da übrigens, er geht jetzt, wo er nicht war. Dieser große Dreck, was hier lag, ist schon weg. Ich habe extra Teppiche liegen lassen. Ich wollte auch sehen, wie er damit umgeht. Und zwar, ich wollte, dass Teppiche wurde auch eingelassen, aufgeräumt, also gesaugt. Ah, okay. Das ist übrigens bei fast jedem Staubsauger, dass die könnten nicht mit so leichten Teppichen umgehen. Sie ziehen sehr oft mit. Der Grund dafür, dass seine Waschmob wurde sehr gut zum Boden einpassen. Deswegen natürlich, ja, er zieht diese leichte Teppich mit.
weil Waschmob wurde mitgezogen. Er wurde nicht aufgehoben, wie zum Beispiel beim teuer Konkurrenten von Staubsauger. Übrigens, jetzt er geht wahrscheinlich zu dieser Ecke, zu diesem kleinen Stück, was er damals verpasst hat. Ja, genau. Jetzt er macht Sitte. Er hat das nicht vergessen. Meine Staubsauger jetzt macht gerade zweite Runde. Er geht wieder am Perimeter unserer Floor. Übrigens, hier bin ich gespannt. Er hat damals verpasst. Zwei Stelle mit Schmutz und jetzt ist alles sauber, yeah. Und jetzt er würde auf seine Absaugerstation gehen. Fertig. Diese Ziffer wurde gezeigt, 56%, das ist Akku, wie er aufgeladen ist. Ich wollte sehen, wie er gereinigt wurde. Exit Mopping Mode. Filter würde ich erstmal entnehmen und dann, wow, also so sauber. Das ist genial. Ob jemand den hat ihn gewaschen. Sehen wir auch hier, was er da alles gesammelt hat. Oh, wow. Okay, ich habe nicht gedacht, dass es so dreckig jetzt unser Boden war. Man sieht es mal so nicht. Da sind so viele Haare von unserem Hundi. Ich weiß nicht, ob ihr hört dieses Geräusch. Das ist noch Ventilator, der da drinnen ist. Der sorgt um sauber Luft, wenn zum Beispiel Bottle wird voll, damit das alles hier nicht stinkt. Okay, jetzt bin ich mit meinem Fazit zu unserem Staubsauger zurück. Also ich habe Vorteile und Nachteile bei diesem Staubsauger gesehen. Erste, ich denke, das wird für viele das wichtigste und beste Vorteil. Es ist natürlich der Preis für den ganzen Paket. Dass man einen Roboter bekommt, der könnte saugen und gleichzeitig wischen, bekommt man noch Absaugerstation. Damit man natürlich auch vermeidet Kontakt mit Staub, was ist ganz wichtig für allergische Leute. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man hat großen Raum, er dann könnte durchgehen und ohne uns von allein geht zurück zu seiner Station und dann wurde sehr gut abgesaugt. Ich habe gesehen, also dieses Absaugersystem funktioniert super bei diesem Staubsauger. Zweiter Vorteil, er ist nicht so laut. Nächster Vorteil, dass diese Plastik und alles ist hochwertig gebaut. Hier ist sehr gutes Lasernavigationssystem. Er könnte einigermaßen gut Fußboden waschen. An einigen Stellen muss man vielleicht zweimal ihn laufen lassen. Saugt sehr gut auch Staub, kleine Haare. Das ist natürlich für mich auch sehr wichtig. Und erster Nachteil beim Rhythmi Eve Plus, dass er reinigt nicht so perfekt wie seine teure Konkurrente und könnte ein bisschen mehr so zickig sein und ein bisschen mehr deutlich gehen gegen Möbel. Aber nichtsdestotrotz, diese Panel natürlich wurde extra so gebaut, dass wurde Möbel nicht geschädigt und selber Staubsauger wurde nicht geschädigt. Noch ein Nachteil, dass dieses Waschsystem ist nicht Schallsystem, also die bewegt sich nicht. Roboter zieht einfach hinter sich diese Waschmob und dadurch, dass er wurde einfach eingebaut, hat keine dieses System, um Teppiche zu erkennen, damit er könnte ein feuchtes Tuch aufheben, dann wenn er drüber auf dem Teppich geht, ihm nicht feucht auch noch wischen. Deswegen, man sollte am besten Teppiche wegräumen. Meiner Meinung nach, dieser Staubsauger für seinen Preis ist sehr gut. Wenn ihr seid bereit, ein paar hundert Euro mehr ausgeben, dann würde ich empfehlen, euch andere Staubsauger anschauen. Okay. Ich hoffe, dass mein Video hat euch gefallen, war informativ und ich hoffe, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.